die Lenkraketen deaktiviert sind, haben wir die Chance, hier die Lufthoheit zu erlangen. Okay, hab mich lang genug ausgeruht. Bist du sicher? Es ist mein Erbe, um das wir hier kämpfen. Denkst du, da schaue ich einfach nur zu? Verstanden. Der Doppeldeckerstarter ist zwar nicht getestet, sollte dich aber hochbringen. Das wird hart da oben. Das ist mir tausendmal lieber, als von hier unten nur zuzusehen. Oh mein Gott, als wenn es so viel abzieht, ne? Aber okay, ja, ist in Ordnung. Ich werde es nicht schaffen. Ich sehe es ja ein. Ich hab's ja schon eingesehen, ne? Ist halt echt so. Ich habe gerade mal 4 zerstört bekommen. Wieso ist denn das auf einmal so scheiße schwer, ne? So bockschwer ist das, Alter. Ist halt echt so, ne? Wieso ist das so bockschwer geworden? Auf einmal. Das Spiel war das leichteste Spiel der Welt. Auf einmal kriege ich hier nichts mehr gebacken, oder was? Als Sven, ne? Ich brauche übrigens was zum Schießen. Ich habe nichts mehr. So, weiter geht's. Da ist einer, oder? Ne, der ist schon kaputt. Ne, der ist nicht kaputt. Was war das bitte? Hä? Was ist los mit euch? Wann kann ich die denn abschießen? Als wenn er perfekt trifft. Es ist so lächerlich, oder? Jetzt mal im Ernst. Mhm. Digga, was soll das? Da holen wir uns nochmal ein bisschen Muni. So, noch 4. Ich weiß auch jetzt endlich, wie man stramm rumfährt. Ja, das war knapp. Mit Viereck kann man so stramm fahren hier. Boah, als wenn, ne? Wo ist denn der andere jetzt gewesen? Da. Ich glaube, noch ein Treffer und ich bin weg. Ja, mit dem Leben schaffe ich das ganz sicherlich. Klar. Oh, cool. Hätten die mir das nicht mal irgendwann früher sagen können? Ist halt echt so. Ach so. Ach so. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ah. Ja, es explodiert hier gerade alles. Ich weiß nicht gerade wirklich, was... Jetzt erfasst doch. Ich habe keine Munition. Guck mal, wieso hat der diese Scheiße jetzt nicht mit... Ja, danke schön. Wenigstens muss ich nicht alles nochmal machen. Digga, was soll das, Mann? Ganz ehrlich, ne? Habe ich jetzt einen, endlich mal. Ja, endlich. Wie lange soll ich die Mission hier gerade machen? Das ist wieder so eine ewige Scheiße, ist das wieder.
3 von 20. Wo sind denn die Teile? Und der stürzt ab. So, du bist der Nächste, habe ich gehört. Habe ich, ist stürzt jetzt auch schon ab? Ja, anscheinend. Okay, anscheinend respawnt ihr Schild oder was auch immer die da haben sehr schnell wieder. Ne, respawnt wieder, ja. Ich habe keine Munition. Wollte ich jetzt da. Ist der gerade. Hat er mich gerade gerammt und ich habe mega viel Leben verloren? Ist das gerade passiert? Ich glaube ja. Okay, Hälfte habe ich und ich habe noch, ja, über die Hälfte Leben. Krieg ich den jetzt noch? Nice. Klappt doch alles. Weiß gar nicht, was ich habe, ne? Fragt euch bestimmt auch. Shit. Was hat denn der Typ? Was ist denn los mit dem? Läuft doch super. Ja, läuft nicht schlecht, ne? Könnte zumindest schlechter laufen. Ja, ich habe ja auch Boost, ne? Sollte ich vielleicht auch einsetzen. Macht einiges leichter. Na komm. Geht drauf, du Pisser. War das, habe ich den jetzt noch getroffen? Ja, okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Und das war's. Das war der letzte. Oh Mann, jetzt kommen die großen Geschütze. Damit meine ich riesige, fliegende Walimeldinger, die mit Roboterzeug bedeckt sind. Warte, Dr. M steckt hinter diesen Monstrositäten. Ah, der Cooper ist am Himmel. Wie schön, wie nett. Endlich weiß er, wie es ist, die zweite Geige zu spielen. Hier bin ich der Meister, nicht nur der Helfer. Das Ding schickt super los. Du musst sie mit deinen Raketen... Juhu, ich habe unendlich Muni, endlich mal. Wie es aussieht, ja. Wo sie fahren? Oh shit, ich werde von irgendwas schon beschossen. One Hit? Ist das euer Ernst? Oder wie viel zieht mir das ab? Ich weiß nicht genau. Muss ich dem ausweichen oder kann ich den abschießen? Ich muss den ausweichen. Und wie? Oh, als wenn, wie soll man den ausweichen? Das ist doch lächerlich. Ah, ich treffe nicht. Wow. Scheiße, ich hätte... Ich muss da rein. Ohne getroffen zu werden. Ich kann... Wow. Das war nicht so toll. Ich darf aber nicht zu dicht dran, sonst kann ich nicht ausweichen. Also sehr schlecht zumindest. So kann ich easy ausweichen. Aber so treffe ich halt nicht. So mega gut. Als wenn er mich trifft, Mann. Jetzt rein da. Können wir noch ein bisschen beschießen. So gut wie es geht halt, ne?
Was macht er jetzt? Ist gleich zwei oder was? Drei. Wieso nicht? Keine Ahnung, das war irgendwie Glück, dass ich da ausgewichen bin, aber naja. Ich halte mal ein bisschen mehr Abstand. Obwohl, ich hab's gleich geschafft. Oh, okay, jetzt kommt das. Hab's trotzdem gleich geschafft. Komm, komm, komm. Es ist so zum Kotzen, Alter. Was war das denn? Warum? Guck mal, wie kann die Scheißrakete mich treffen, ne? Oh, Junge. Das war lächerlich. Aber vom allerfeinsten Mann. Aber so geht es auch. Und so geht das auch sehr, sehr schnell, wie ich das gerade mache. Ich halt lieber. Guck mal, ich hab's schon. Als wenn das so schnell geht, ne? Hätte mir das nicht gleich sagen können, dass das so schnell geht, dann hätte ich das gleich so gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Er hat halt eben gar kein Leben mehr. Das war doch unfair, Mann. Ich muss da rein, oder? Ah, nur rauf. Dickköpfig, genau wie dein Vater. Du weißt gar nichts über mich oder meinen Vater. Ach, wirklich? Wer hat dir das Geheimnis dieses Ortes verraten? War das vielleicht mein alter Kumpel Maxi? Sweeney arbeitet für dich? Das war nur ein Trick, um den Stab zu bekommen. Nein, mein Junge. Einst arbeiteten er und ich zusammen für deinen Vater. Mein Vater würde sich nicht mit einem Kerl abgeben, der den Koopa-Tresor bestehlen oder seinen Sohn töten will. Die Zeit macht Seltsames mit den Leuten. Sieh dir nur den wahren Anführer deiner Gang an, Bentley. Was soll das? Wir sind Freunde, Gleichgestellte. Warum heißt es dann Koopa-Gang, du egozentrischer Irrer? Das reicht. Stellen wir uns der Vergangenheit. Bentley, bist du da? Ja, Kumpel. Ich bin dabei, den Tresor zu betreten. Und ich möchte, dass Mary und du mitkommen. Wir sind ein Team, eine Familie. Wir sollten das zusammen machen. Okay, ich bin unterwegs, Partner. Fein. Dann muss der Panda-König dem Van ordentlich Schub geben. Tritt zurück, Sly. Jetzt kannst du was erleben. Die Lunte brennt. Schnall dich an, Bentley. Wir werden fliegen. Juhu! Das machen wir nie wieder. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Sly 3 Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.